Willkommen zurück zu DotHack Outbreak. Wir haben beim letzten Mal Marlos Sidequest abgeschlossen, der sich mit seinen ehemaligen Gruppenmitgliedern oder jetzt wieder aktuellen Gruppenmitgliedern wieder vertragen musste. Mensch, das war aber auch ein Beziehungsdrama, das wir da hatten. Ja, jetzt laden wir uns Gardenia ein, denn wir haben auch noch einen Sidequest von ihr. Natürlich haben wir sie auch extra neu ausgerüstet für diesen Auftrag. Außerdem holen wir uns jemanden, den wir beim letzten Mal auch schon dabei hatten. Nein, nicht Wise Man, sondern Marlo nochmal in die Gruppe zurück, weil er eigentlich ganz gut ausgerüstet sein sollte für das Gebiet. Ist außerdem mal was anderes, Wise Man mal ausnahmsweise nicht dabei zu haben. So, dann schauen wir doch mal. Gardenia hat jetzt Glück. Eine Level 50 Waffe für Longarms. Generell durchschnittliche Stats, hat aber einen Wasserangriff, was sehr nützlich ist, denn wir haben sonst eine komplette Wasserausrüstung für sie. Natürlich mittlere Stärke, weil sie ist ein Longarm, sie kann keine schwere Rüstung tragen. Und leichte Rüstung muss dann auch wieder nicht sein. Ja, also auf geht's. Nach schmerzlich versprochen Rippe, ein Gebiet, in das Gardenia wollte. Level 55 Donnerelementar. Ja, gut. Dafür sollte Marlo mit seinen Dunkelheitsangriffen ja eigentlich nicht schlecht sein. Wenn wir tatsächlich donnerelementare Gegner bekommen. Ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass wir die gleichen Gegner in gleichleveligen Gebieten treffen und das mit den Elementaren eigentlich nur tief im Dungeon irgendwann mal einen Unterschied macht, je nachdem, was wir da so für Gegner treffen. Wenn wir auf dem Feld eigentlich immer sehr, sehr ähnliche, wenn nicht exakt die gleichen Gegner haben, egal welches Elementar wir gerade ausgewählt haben. Das ist manchmal ein bisschen doof. Aber das liegt auch ein bisschen an den Wortkombinationen, die man benutzt, um die Felder zu erstellen. Die Wortkombinationen haben ja auch jeweils einen Einfluss darauf, welche Monster, wie viele Monster und so weiter und so fort wir in den Feldern treffen. Um genau zu sein, bestimmen die das Ganze. Aber natürlich sind da auch sehr viele Wortkombinationen komplett gleich, je nachdem auf welchem Level wir spielen. Wo ist denn der blöde Eingang schon wieder? Da sind die Flammen. Lass mich da mal rein mit dem Wassergrunti und es wird Zeit für den nächsten Dungeon. Zavardo. Dann werden wir erstmal wieder die Feen losschicken müssen, schätze ich. もしも明日にでも死んでしまうと分かっていたら何をしたい考えたことないわけじゃないけどそん時になってみなきゃ分かんないよどうしたの突然そんなこといや聞いてみただけだそうかそうだな Will Gardenia uns sagen, dass sie stirbt? Also du willst irgendwo in der Blumenwiese verrotten, um sie zu nähren. Okay. Ja. Schön. Haben wir eine weitere Seite von Gardenia kennengelernt. Wir untersuchen mal die Karte und buffen mal das Team durch, würde ich sagen. Go, go! Marlo wird uns upgraden und auch Gardenia hat Stärkungsskills. Wir sollten also tatsächlich ein paar Buffs mal von denen kriegen. Und dann würde ich sagen, machen wir das gleich, was wir sonst auch immer machen. Erstmal Abdu! Erstmal schneller werden. Ha! Ah, sehr gut. Wir haben Abkorf und Abtorf auf den beiden. Das sind, glaube ich, Abkorf und Abtorf, wenn mich alles täuscht. Das heißt, wir haben physischen Angriff und physische Verteidigung hoch. Vor allem physischen Angriff hoch können wir sehr gut gebrauchen bei einer Dreierparty aus Nahkämpfern. So, alle kriegen Bewegungsboost. Ich denke, auch das werden sie nämlich gut gebrauchen können, je nachdem, gegen was für Gegner wir kämpfen müssen, besonders wenn es wieder irgendwelche wegrennenden Magierviecher oder sowas sind. Außerdem haben sie keine Stärkenskills mehr. Aber wir haben noch Rigsame und Regime, die wir rausspammen können. Jetzt kriegen wir sie übrigens. Damit unsere Gruppe und nicht stirbt, denn jetzt haben wir natürlich keinen Fallwrath-Magier dabei, der uns einfach mit einem Mal heilen komplett voll machen kann. Das heißt, da müssen wir ein bisschen sparsam sein. Oder wir müssen ganz viele Heiltränke benutzen. Und wir müssen dementsprechend unsere Regeneration auch verwenden, würde ich mal sagen. Ich meine, wir können auch einfach dafür mehr Heiltränke werfen. Aber warum, wenn wir auch die Buffs haben und uns einfach selber heilen können? Zumindest regenerieren. Erster Encounter ist etwas. Team Skills, ach, ein Hundekönig, okay. Den können wir natürlich nicht mit unserem Crimson Raid erledigen. Aber wir haben auch noch einen Rai in der Hinterhand. Dann würde ich sagen, ja, ne, tanzen wir mit der Dunkelheit oder sowas. Ja, Böser Twin gegen den Hundekönig. Wir haben ja zum Glück einen Wasserelementalkämpfer dabei. Marlo sollte eigentlich keine Probleme mit den Hundekönigen haben.
Gardenia hat ein bisschen HP-Probleme. Das übliche Problem, das eigentlich alle Charaktere mit mittlerer Rüstung haben. Sie sterben einfach zu schnell. All Ref. Einmal Gardenia hochheilen. Und, Moment. Da auch All Ref. Einmal Gardenia hochheilen. Heilen, heilen. Na, das ist schon deutlich besser. Den Rest macht die Regeneration. Du hast jetzt Ionenschlag. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen können, aber ein Ionenschlag, juhu. Wir stellen uns mal lieber direkt vors Portal, dieses Mal haben wir keinen Magier dabei und... Ach, komm halt gut wieder. Aber dafür haben wir genau die richtige Waffe ausgerüstet. Böser Twin macht den Platz. Ja, Elementtreffer. Sehr gut, so muss es aussehen. Da dezimiert sich seine Lebenspunkteanzeige und Schutz ist gebrochen. Na, vielleicht kriegen wir noch einen Viruskern aus ihm raus. Schauen wir mal. Virusinfektion ausgebreitet, du hast jetzt noch ein Viruskern I. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ganz viele Viruskerne I. Und Kampfmodus ist ausgeschaltet. Es geht weiter in diese Richtung hier, denn hier ist nur ein Portal und dann haben wir hier vorne die Ecke schon fast komplett erkundet. Das erste Stockwerk scheint nicht gigantisch groß zu sein. Böser Twin drauf. Ich denke mal, Marlo wird den Kampf sowieso quasi alleine für uns erledigen. Jo, hat er. Gute Arbeit, Team. Und da ist der Kampfmodus schon wieder aus. Keine Kiste, also nächster Raub. Meine Güte. Okay. Du hast jetzt Sportdrink und ein Ionenschlag und ein junges Ei und noch ein junges Ei und zu guter Letzt eine Kiste, die ich nicht zerstören wollte, ein Goldei. Wow. Was ist denn so in den Kisten noch drin? Sportdrink. Sportdrink, das ist doch mal ergiebig. Drei Sportdrinks in einem Raum. Kriegt man auch nicht so häufig. Außerdem steht hier vorne noch eine Magierseele rum. Oh, das ist nicht schlecht. Da beschwere ich mich definitiv nicht drüber. Außerdem haben wir Plasma-Rage. Wir finden hier vielleicht Zauber. Ja gut, ist halt ein Lichtgebiet, ne? Dementsprechend finden wir halt auch die lichtelementaren Zauber hier drin. Die sieht man irgendwie einfach nicht so häufig, deswegen bin ich das nicht unbedingt gewöhnt. Außerdem Hundekönige! Mal wieder. Schutz gebrochen und tot. Marlo, wie wär's, wenn du was Sinnvolles machst? Wie dein Wasserskill einzusetzen und einfach auf der Stelle zu töten? Wäre sinnvoll. Jupp, Schutz gebrochen und erledigt. Dankeschön. Ging zwar erst beim zweiten Mal gut, aber dankeschön. Keine Kisten. Also immer her mit dem jungen Ei und es kann weitergehen. Runter nach B2 dieses Dungeons. Ja, weil du davon gesprochen hast. Ja, ich habe so das Gefühl, Gardenia will uns sagen, dass sie bald krepiert, aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie uns in einem optionalen Quest-Dungeon sagen möchte, hey, du kannst mich nie wieder in deine Party einladen, weil ich bin tot. Irgendwie komisch. Nächstes Stockwerk hat ganz viele Portale, wie man sieht. Na herrlich, das kann ja lustig werden. Da sind Gegner mit magischer Toleranz. Na herrlich. Immerhin stehen sie alle zusammen, also machen wir mal unseren Donnerwirbel so zwischen die drei, dass wir die ganze Zeit alle gleichzeitig treffen können. Und wir müssen gut aufpassen, dass uns jetzt hier keiner wegstirbt. Das ist nämlich eine echt gefährliche Situation gerade, habe ich das Gefühl. Einer hat einen Schutz gebrochen, das ist schon mal gut, der ist weg. Und, ich weiß nicht. Ich glaube, wir all reffen. Ah, Moment, die haben gar nicht so viel Schaden. Ich dachte, die hätten mehr Schaden genommen. Ja, komm, dann machen wir nochmal den Donnerwirbel drauf und helfen ihm beim Töten von den Viechern. Noch ein Schutz gebrochen. Okay, zwei sind down. Und jetzt nur noch die eine heilige Nacht da vorne. Ich würde sagen, bei dem letzten können wir noch den Datenentzug versuchen. Vielleicht kriegen wir einen Viruskern. Viruskern H erhalten. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das war ein hässliches Viech und wir kriegen der Gehängte aus der Kiste. Immerhin. Kampfmodus aus, halt noch eine Kiste. Es ist ein normaler Schatz, also Plasma-Rage. Yay. Okay, nächster Raum, nächster Gegner. Der ist allerdings dunkelheitsanfällig und sollte relativ schnell sterben, würde ich sagen. Böser Twin. Jo, das war ein Elementtreffer. Schutz gebrochen, er hat seinen Angriff gebufft. Stört mich aber ziemlich wenig, muss ich sagen. Ja, komm, mach nochmal drauf, damit er direkt stirbt. In der Zeit, wo er seinen Angriff bufft, haben wir ihn schon so gut wie getötet. Also, whatever. Kampfmodus aus. Ja, dann müssen wir mal eben Rick Same ersetzen. Und Rick Game ersetzen, weil, wie man sieht, läuft es gerade mal leider wieder aus.
Und wir brauchen die Regeneration echt momentan auf unseren lieben drei Charakteren, da wir den Herr Weißmann nicht dabei haben zum Heilen. Und dementsprechend auch viele Techniken gespammt werden, besonders Longarms haben ja immer ein Problem mit ihren SP, wie wir schon mal festgestellt haben. Und auch dieses Mal wieder feststellen dürfen, also Regime ist auf Gardenia eigentlich absolute Pflicht zu haben. Sonst ist sie einfach vollkommen nutzlos, sonst kann ihre Techniken niemals ordentlich rausspammen und wirklich mal ein bisschen Schaden machen. Es macht Longarms halt nicht gerade zur besten Klasse. Sterben schnell, brauchen unglaublich viele SP. Naja, machen halt semi viel Schaden, ne? Und dann hätten wir hier einen weiteren Hydrosaurus, den wir schon kennen. Das heißt, wir müssen wieder aufs Crimson Ray drüber wechseln. Ich glaube, wir können sie schnell töten. Aber jetzt immer die ganze Zeit die Waffe hin und her zu wechseln, ist natürlich auch ein bisschen nervtötend. Ich befürchte aber, da werden wir in Zukunft nicht großartig drum rumkommen, als immer mal wieder unsere Waffe zu wechseln. Aber wer macht denn jetzt Wasserangriffe? Marlo? Ich wette, das bist du schon wieder. Gardenia wird angegriffen, macht aber nichts. Und nochmal, Feuerelementar, Schutz gebrochen. Sehr gut. Hydrosaurus ist gefallen. Ja, ne? Dann, Marlo, ich... Ne, Moment. Gardenia, ich weise dir mal eben Skill zu, mach mal schnell Autograph auf dich selber, damit du geheilt bist, wenn wir hier wieder rausgehen. Außerdem Donner rufen. Level up, sehr schön. Außerdem Flussspeer. Oh, können wir nicht einstecken. Scheinbar habe ich das Inventar nicht aufgeräumt, bevor ich die Mission hier begonnen habe. Das ist doof. Ja, wir haben noch einige von den nicht ganz so wertvollen Zaubern, die wir vielleicht wegwerfen können. Blöd. Dann müssen wir uns halt jetzt ein bisschen mit Inventarmanagement befassen, wie es aussieht. Ich hoffe mal, der Dungeon ist da nicht mehr so lange. Vor allen Dingen bei der Gottesstatue wird das dann wieder lustig, wenn wir wieder drei Items kriegen, für die ich alle irgendwas ersetzen darf. Außerdem Donner rufen, solange wir irgendwas kriegen, das aufeinander stackt, ist ja super. Solange wir immer wieder die gleichen Ausrüstungsgegenstände und Zauber kriegen. Das braucht keinen zusätzlichen Inventarplatz. Jetzt erstmal, Brandrad? Ah ja, Brandrad! Dafür müssen wir nicht extra auf die andere Waffe wechseln. Da ist unser Brandrad, glaube ich, sowieso stärker, weil wir bessere feuerelementare Fähigkeiten haben. Und dann, ja, Team Skills und Kite Skill. Brandrad! Tötet sie alle! Gardenia nimmt ordentlich Schaden, aber wir haben einen Gegner erledigt. Das ist schon mal viel wert. Gardenia Skill zuweisen. Allwrath. Da darf Gardenia sich mal ganz schnell selber heilen. So, okay. Heilige Nacht Nummer 2 ist erledigt. Da bleibt nur noch der eine Kerl da vorne. Die machen schon Schaden, aber sie sind nur dann wirklich gefährlich, wenn sie in großen Gruppen auftreten. Wie sieht's denn mit noch einem Viruskern aus? Wir sind wieder im blauen Bereich und kriegen Wasserbestie. Nicht ganz das, was ich mir gewünscht habe, aber eigentlich eine ganz gute Ausrüstung. Können wir vielleicht dann irgendwen unserer anderen Charaktere in Zukunft verschenken. Was wollen wir denn wegtun? Die Zauber sind eigentlich alle ein bisschen wertvoller. Naja, komm, wir haben nur 2 Ionenschläge. Komm, jetzt weg. Wir müssen wahrscheinlich sowieso noch mehr davon ersetzen. Und wir kriegen einen Leinenpanzer. Nein, die geben wir auf. Leinenpanzer sind sowieso nicht so gut. Donner rufen, der stackt. Sehr schön. Und das war's für diesen Raum. Na ehrlich. Kampfmodus aus. Oh, das ist Geisteswasser. Dankeschön. Gibt noch ein weiteres Unterstockwerk. Oh, unsere großen Buffs laufen gerade aus. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen mal eben schnell erstens Stärkungsskills raushauen. Und zweitens auf die Zeitklingen zurückwechseln, um wieder Updo zu wirken. Skills. Und, Moment. Updo, da ist es. Updo! Einmal den lieben Kite schneller machen. Nope. Man sieht, alles läuft aus auf allen Charakteren, aber unsere lieben Kollegen hier werden das schon gleich wieder gefixt haben. Wenn jeder einen Buff hat, den er raushauen kann, dann geht das ja mit dem Buffen sehr schnell. Wenn ein Charakter alle Buffs alleine raushauen muss, dann dauert es dann eine Dreiviertel-Ewigkeit, bis wir endlich weitergehen können. Besonders wenn dieser eine Charakter, der es alles kann, Kite ist. Bei dem wir uns jede einzelne Animation angucken müssen, bevor wir wieder ins Menü können. Und es ist ein weiterer Wasserdrache. Gut. Crimson Raids und dann ist er kein Problem, würde ich sagen. Crimson Raids. Dann Skills und einmal rüber wechseln auf Twin-Drachen. Wir sterben. Das war kein Element-Critical, schade. Wäre schön gewesen, aua. Meine Güte, Cat mit seiner ollen Feuerrüstung, ne? Dann viel zu viel Schaden. Ich würde sagen, wir gehen mal hinter diesen Gegner und all-raffen uns. Und dann... Zack. Twin-Drachen. Wieder kein Element-Critical. Aber trotzdem, keine schlechten Werte. Sehr gut. Unser gesamtes Team ist momentan ein bisschen angeschlagen. Jetzt wäre so ein Faller Ref eigentlich gar nicht so schlecht. Haben wir leider nicht. Also müssen wir uns weiter auf die Regeneration verlassen. Ich könnte natürlich Heiltränke auf alle werfen, aber habe ich keine Lust zu.
Das verbraucht unsere schönen Heiltränke. Dann Feenkugel. Feen untersuchen die Katze. Ah, sehr gut, wir haben es geschafft. Letzte Stoffe und nur noch ein einziger Encounter. Da haben wir nochmal komplett durchgebufft. Ist natürlich sehr schön. Ich hoffe, da wird kein Problem. Die Viecher wieder. Sind aber scheinbar nur zwei davon, wenn ich das richtig sehe. Also es müsste eigentlich ein super einfacher Encounter werden. Alle Dungeon-Portale sind offen. Sehr gut. Kopf macht so Platz. Gardenia, jetzt stirbt mir nicht kurz vor Ende des Dungeons. Und nochmal. Twin Drachen. Was? Wer ist denn gerade auf die dumme Idee gekommen, um unserer physischen Crew hier einen magischen Angriff zu benutzen? Jo, und Gardenia ist krepiert. Gute Arbeit, Gardenia. So muss das sein. Kurz vor Ende des Dungeons nochmal so richtig schön sterben. Nochmal Datenentzug bitte, vielleicht kriegen wir noch was. Ranky Lay wurde aus Versehen gezaubert und wir haben Tenkafubu. Okay, das ist nicht schlecht, glaube ich. Ich meine, Tenkafubu ist ein ziemlich gutes Schwert sogar. Flusssperr hat Level 17. Oh, wie süß. Tschüss, wir haben jetzt Tenkafubu. Außerdem Plasmarage. Außerdem diesen unglaublich gefährlichen Gegner davon, den Marlo alleine töten darf. Junges Ei gefunden. Außer Marlo schafft absolut nicht. Da müssen wir ihm natürlich helfen. Na, ich glaube, er hat es geschafft. Kampfmodus aus. Das jetzt Leinenpanzer. Mhm. Nö, ist auch kein. Nein, will ich nicht. Ja, aufgeben. Oh, ist so dämlich ausgedrückt. Willst du was ersetzen? Nein, willst du ihn aufgeben? Nein. Ah! Und in diesem Raum hätten wir nochmal Donnerrufen. Boah, Gardenia lasse ich jetzt tot. Kein Grund, die wiederzubeleben, wenn der Dungeon eh vorbei ist. Außer hier ist ein Kampf drin. Ist es aber nicht. Ist einfach nur ein Zwischenraum. Ja, Gardenia. Wir haben es geschafft. Du bist zwar tot, aber wir haben Geheimmacht für deinen Sidequest bekommen. Irgendwie gibt sie uns immer irgendwelche kleinen Stats-Items, wenn wir ihre Sidequests machen. Das ist inzwischen eine Tradition geworden, habe ich das Gefühl. Die Vital-Axt. Die ist nur Level 20, die darf weg. Außerdem haben wir jetzt Silberkäfer. Außerdem haben wir jetzt Rote Platte. Ja, und weil wir nicht aufgeräumt haben, hatten wir sogar schon einen Silberkäfer vorher im Inventar. Was tun wir denn für die Rote Platte weg? Ich weiß nicht. Ausrüstung wegtun ist immer so eine Sache, ne? Die Sachen hier sind alle nicht sonderlich hoch gelevelt, also kommen die Osore-San-Socken oder wie das heißt, weg. Tschüss, Gardenia. Bist jetzt tot? Kate hat es natürlich auch missverstanden. Ja, aber was ist das? Ich bin nicht so gut. Ja, niemand versteht ja den, das wissen wir doch schon. どうやらとんでもない勘違いをしているようだな。最近は忙しいので、冒険できる時間が花の命のように短いと言っている。 Vielleicht hättest du das auch sagen sollen. Besonders wenn du vorher Worte weglässt. Und tschüss. Ups, sie wollte uns noch sagen, dass wir uns bald wiedersehen oder dass wir sie bald wieder rufen sollen oder sowas. Weil es hier ein Geheim-Item gab, das du gerade aus der Kiste eingesammelt hast, lieber Kite, die es sonst in keinem anderen Gebiet gibt. Die gibt's nur in Sidequest-Gebieten. Aerial City, Fort Uff. Ja, die gibt's auch manchmal zum Tauschen bei irgendwelchen NPCs, aber das ist dann auch die absolute Ausnahme. Ja, dann benutzen wir doch mal unser Buch, wo sitzt da? Geheimmacht, physischer Angriffparameter plus 2. Um 2 gesenkt! Sehr gut. Ja, wir haben's geschafft. Dann müssen wir mal aus der Party entfernen und dringend unser Inventar aufräumen. Ja, du mir auch, Marlo. Und tschüss. Den werden wir wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht mehr wiedersehen. Bis später. Und wir haben immer noch neue Mails. Also bis zum nächsten Mal, wenn ich unser Inventar wieder aufgeräumt haben werde und wir neue Missionen annehmen müssen. Vielleicht geht die Haupthandlung ja auch mal ein bisschen weiter. Bis dahin. See ya.